Jeden Monat erscheinen unzählige neue Hörspiele. Zum Glück behalten Sie den Überblick. Hier ist das Monatsupdate. Die Hörspielneuheiten mit Christian und Frank. Neuer Monat, es ist September und die Frage ist, was wird Herr Jöst, der ja in Sachsen und Thüringen wohnt, heute wohl wählen am großen Wahlsonntag? Er wird nicht in Sachsen und Thüringen wählen gehen, weil er da nicht wohnt. Ich hatte gedacht, du hattest so einen leichten Slang, so einen Ostdeutschen in der Stimme. Nee, ich bin typisch Norddeutsch, ne? Aber Sachsen und Thüringen, das ist mir alles zu braun dort, da will ich nicht hin. Ja, das sind ja Vorurteile hier, also ich bitte ja, dich. Ja. Da hat er wieder. Ja, da kann Boris Brandt hinziehen, da brauche ich nicht hin. Wie schön, dass ich diese Dinge nicht sage. Mir ist es egal. Nein, alles gut. Ganz schnell, was hast du als letztes geschaut? Gestern Abend haben wir als Familie geschaut, oh Gott, ich habe schon wieder vergessen, Nice Guys mit Russell Crowe und Ryan Gosling. Ah, okay. Okay. Der wirklich, wirklich witzig ist. Ja. Von Shane Black inszeniert und Drehbuch. Shane Black, Drehbücher wie Lido Rappen, Stirb langsam, Predator. Und der hat hier wirklich einen abgeliefert. Leider ist der Film nicht sehr erfolgreich gewesen, deswegen gab es nie ein Sequel. Aber Russell Crowe und Ryan Gosling sind wirklich witzig und der macht echt Spaß. Okay. Wir haben, wir waren im Urlaub bis letzte Woche und kamen somit ja zum Vergnügen, jeden Abend mit den Kiddies auch zusammen irgendwie zu sein und haben da auch so ein bisschen was geschaut und haben unter anderem, ich weiß gar nicht, wie überhaupt dazu kam, aber Sohn wollte unbedingt irgendwie, dass wir den ersten Jackass-Kinofilm geschaut haben. War das erste Mal für Tochter, die 13 ist. Und das ist eine Erfahrung, ja. In der Tat. Und wobei ich den ersten, ich hatte gar nicht mehr, ich wusste so ein bisschen was, aber der erste ist relativ kurzweilig. Ich glaube, die sind alle kurzweilig. Ja. Man muss Bock drauf haben. Also man muss in der Stimmung sein. Am besten mit mehreren. Alleine ist das auch so. Ja. Das stimmt. Und an einem anderen Abend haben wir, und den habe ich wirklich auch schon gefühlt 15 Jahre nicht mehr gesehen, den ersten Big Mamas Haus. Und auch den finde ich irgendwie noch ganz lustig. Zumindest den ersten. Ich glaube, der zweite, den habe ich als ganz, ganz schrecklich in Erinnerung. Ich finde Martin Lawrence ganz, ganz schrecklich und freue mich jetzt schon darauf, dass wir über Bad Boys 4 reden bei Pantoffelkino. Oh, alter Schwede. Der Film, sie haben es ja mit dem Titel auch vergesaut. Das ist ja so geil. Ne? Sie haben ja den dritten Teil Bad Boys for Life genannt. Ja. Da haben sie sich dann für den vierten Teil, Bad Boys for Life, den Titel versaut und mussten Ride oder einem. Oh Gott, das ist alles eine Scheiße, ey. Also ich find, also gerade beim, ich habe Bad Boys ja im Kino gesehen, finde natürlich, dass auch Martin Lawrence erstmal ist unheimlich schlecht gealtert ist. Also und ja, noch mehr aufgedunsen und noch mehr aufgegangen ist, als ich schon. Ja gut, dafür kann der Mann nicht, der ist alt. Aber also ganz ehrlich, da muss ich auch sagen, wenn ich so ein Action-Franchise habe, also so ein Franchise, dann. Und der Typ hat ja auch nicht wirklich viel an. Wo sieht man ihn denn sonst noch? Ja. Also ganz ehrlich, was hat Martin Lawrence in den letzten Jahren gemacht, was von Belang wäre? Dann trainiere ich, verdammt nochmal. Ein Stallone sieht mit Mitte 70 noch aus wie ein Tier. So. Und Will Smith sieht immer noch so gut in Shape aus. Ja. Aber Martin Lawrence, wahrscheinlich kriegen wir Big Mamas Haus 3 nächstes Jahr. Den gibt's schon. 3 gab es schon damals. Gab es auch 3 schon? Ja. Nein, gut, dann gibt es 4 halt. Also da ist ja immer noch eine Luft nach oben. Nein, aber nach Bad Boys 5 wird sicherlich kommen, aufgrund des Erfolges. Ja. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also es ist für mich immer Lethal Weapon in Scheiße. Als ja, wollen sie denn schwarzen Kino machen? Ist aber immer von Weißen inszeniert und das merkst du auch. Also, ne, Michael Bay ist einfach kein Schwarzer. Bevor wir loslegen, eine Frage habe ich noch, und zwar, bist du in die neue Staffel Schläferz schon eingestiegen? Nein, ich habe sie auf der Festplatte, also den neuen. Aber, okay. Aber du, wir sind alle froh, dass es eine neue Heimat gibt und dass es ja angeblich zumindest genau 1:1 so ist wie. Das wird wohl so sein. Gut, natürlich gab es jetzt die Auflage von RTL, komm, startet mal mit einem RTL-Film. Ja, gut. Aber haben sie mit High Alarm auf Mallorca ja auch schon früher gehabt. Ja, aber da mussten sie ja drum kämpfen, dass sie das gekriegt haben, weil ja RTL so, na, und jetzt sagt RTL natürlich, hör, jetzt zeigen wir mal, wie selbstironisch wir sind. Ja, aber natürlich. Am Arsch. Ne, so, und neben der Gurkenproduktion, die keine Sau
wahrscheinlich damals auch gesehen hat und an die sich auch Was? niemand. SOS Barracuda? Es sagte mir gar nichts, bis ich hörte, dass Doch, es bei Spielfazit. mir Ja, schon. Das spielt auch, glaube ich, Nadja Abdel-Farag mit, wenn ich mich recht entsinne. noch ein Grund, sich nicht damit zu befassen. Ne? So, also Resterampe TV muss ich, das ist nicht meins. Und die Liste der restlichen neun, die da kommt, ist da was bei, wo du Die sagst, ist ach, okay. richtig gut. Also die Ja. Liste ist, das ist eine richtig schöne bunte. Es ist nur ein neuer Digitalmüllfilm und Sand Sharks ist tatsächlich noch ganz unterhaltsam. Okay. Ein Scheißfilm. Aber ansonsten sind es ja viele, viele alte Sachen. Ape, Frankensteins Kung-Fu-Monster, Aerobicide kommt nächste Woche. Aerobicide ist wirklich ein Knaller. Ich bin gespannt, ob er umgekürzt läuft. Weil er eigentlich ab 18 ist, wobei das ist auch nicht mehr zeitgemäß, diese 18er-Freigabe. Aber doch, da sind ein paar interessante Sachen bei. Dann hast du Endet ja mal. mit Edgar Wallace. Genau, oh ja, das war überraschend. Naja, ganz ehrlich, viele von den gerade späteren Edgar Wallace-Filmen sind auch wirklich scheiße. Ja, Die sind natürlich. wirklich scheiße. Und genauso, also ob jetzt der Gorilla von Soho, der Bucklige von Soho, die waren beide scheiße. Das war scheiße und scheißiger. Ich hätte sogar noch eher die Buckligen von Soho genommen, wo sich Eddie Arendt am Ende, Achtung, Spoiler, als Mörder outet, was die dümmste Idee ever war. Eddie Arendt, der immer nur schlechter Comic Relief war, als den Bösewicht zu besetzen, war so, jetzt sind wir mal so richtig originell. Und der war nur, den habe ich schon als Kind gehasst, den Film. Okay, ja, Also, bevor du uns ja. jetzt deinen Buckel zeigst, machen wir mit den Hörspielen weiter. Ja. Und da kommen wir fast schon wieder in die bucklige Stellung, denn wir beginnen natürlich mit Van Dusen am 1.9. Folge 34. Ich habe gefühlt, allein wie oft wir es erwähnen, dass das schon Folge 134 sein Ich müsste. verstehe diese Nummerierung, verstehe ich überhaupt nicht bei denen. Die Mörderin heißt auf jeden Fall, die Folge kommt aus dem Hause Holy Saft. Ja, dann haben wir, oh, da muss man wieder ein bisschen gucken. Pedax kann man machen, oder? Ja, Pidax könnte man, aber das ist, ja, Pidax. Tatbestand 31, das ist auch eine geile Auflistung hier. Also es gibt diverse Folgen Tatbestand. Ich lese mal in der Liste von oben weg. Die Nummerierungen sind allerdings kreuz und quer zwischen 25 und 31, wenn ich, nee, warte mal. 32. 32, ja genau. Deswegen nenne ich jetzt nur Tatbestand Rollen der Dienst, Rundfunk der DDR 1985. Tatbestand sprechen wir lieber von Pferden von 1981. Tatbestand Traumtänzerin 86. Wer hat, der hat 83. Zuarbeit von 84. Die Goldene 6 von 82. Ein Haus für uns alleine 1983. Und im Kreis der Familie 1984. Das klingt nach Zeitdokumenten. In der Aber Tat, in der Tat. ich weiß nicht, ob das wirklich auf mich das jucken würde. Ich glaube eher nicht. Apropos komische Auflistungen, kommen wir gleich zu, denn Van Dusen ist hier mit Folge 32, dann am 6.9. Mord am Lake von Holy Soft datiert und Infinity Folge 5 Umsturz 2 Schlacht um Chahur, auch von Holy Soft am 6.9. Und Holy Soft bringt uns natürlich auch die Bibel, das Alte Testament, Folge 21, Mose, die 10 Gebote. Nein, eine Geschichte, von der habe ich noch nie was gehört. Niemals. Ebenso Niemals. Sherlock Holmes. Das soll ein Detektiv sein, angeblich legendär. Deswegen gibt es die Sherlock Holmes Legends Folge 27 mit Der blaue Karfunkel. Es Tja. klingt für mich irgendwas, was ich mal am Hintern hatte. Holy Soft, 6.9. Wundervoll, das Wegschneiden war bestimmt fantastisch. Sechster Leute, Holy Horror 49 und jetzt habe ich erst gelesen, El Cucaracha, El Cucaracha, nein, El Chupacabra. Ja, Holy Soft. Aha. Den Titel hat man nur gewählt, damit du ihn nicht aussprechen kannst. Richtig. Da tut mir Europa es leichter, denn am 6.9. gibt es eine neue Folge von den drei Fragezeichen. Das ist schon Fall Nummer 229 und heißt Drehbuch der Täuschung. Es ist sogar noch viel, viel mehr, weil es gibt ja viele Extra-Folgen. Da gab es ja noch die drei zwischendurch. Also Und auch im Endeffekt Adventskalender und so ein Geschichten. Adventskalender. Also wir sind mittlerweile bestimmt schon bei 260, 270. Und ich habe die letzten Folgen nicht mehr gehört, aber ich habe zum Beispiel bei der letzten Folge, die rauskam, da gab es so viele Beschwerden, was das für ein lahmarschiger Scheiß sei. Echt? Und das, ja, dass sich ganz viele so, boah, ne, sie kommen aus dem Labern nicht mehr heraus. Und die Figur des Justus wird auch immer unsympathischer geschrieben, weil es nur noch nach seinem Kopf geht. Und er nur noch rechthaberisch ist und es ist alles völlig hanebüchen und langweilig. Also es gibt sicherlich noch ein paar Folgen dazwischen, die nett sind. Und es ist natürlich, ich weiß, es gibt da draußen hunderttausende Fans. Ich war ja auch beim Live-Event und so. Aber
Juckt es dich noch groß, drei Fragezeichen? Also Nein. bist du jemand, der sagt, oh, eine Nein. neue drei Fragezeichen-Folge, da muss ich sofort reinhören? Nein, nein, Nee, nein, geht mir nein. ähnlich. Und ich muss ganz kurz sagen, als wir jetzt im Urlaub unterwegs waren, im Auto, wir haben sogar im Auto, sind wir endlich mal dazu gekommen, als Pärchen uns auch den drei Senioren zu widmen. Also wirklich auf der Autofahrt, im Stau stehend bei 37 Grad, damit wir den Ja. Senioren gehört. Aber kommen wir zur Kinderbibel. Da bist du eventuell zu Hause, wenn du sagst, ich kann mit der Erwachsenenbibel, das ist so nicht meins. Machen wir das doch mal auf Kinderniveau. Kinderbibel, Moses und der Auszug aus Ägypten, das ist eventuell was, was du spannend findest. Ist vom Label Bunny, wie auch immer, 1975 eventuell schon mal erschienen. Das lese ich daraus, kommt auf jeden Fall hier in einer Neuauflage von All Ears am Ja, 6.9. Sekten müssen ihre Mitglieder in jungen Jahren halt schon catchen. Das ist halt so. Hallo Ja. Tom Cruise. So. Jede Kirche ist eine Sekte. Es ist so lächerlich zu sagen, dass nur Scientology eine ist. Dass, sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche sind auch Sekten. Oh, Ja. Blasphemie am Sonntagmorgen. Herzlich willkommen auf dem Kanal der Nein. Fernsehschatztruhe. Ja, Blasen finde ich gut. So. Ja, Aladdin und die Wunderlampe gibt es dann auch von 1979 von All Ears. Sehr schön. Dann gibt es von Maritim natürlich nochmal Sherlock Holmes und zwar nicht die Legends, sondern Sonderermittlung der Krone. Da ist er also hier bei in der Königsfamilie wahrscheinlich zugange. Folge 10 ist das, nennt sich Teufelsmelodie aus dem Hause Maritim. Und die schwarze Serie kommt von Maritim, auch Folge 28, der Wendigo. Und Planet Eden, Teil 16, auch aus dem Hause Maritim, ebenfalls am 6.9. Und freuen wir uns auf Professor Van Dusen, Folge 48, ein Dinosaurier für Professor Van Dusen. Genau, dann kümmern wir uns, ist das ein Label wahrscheinlich, Balkonstudio? Keine Ahnung, klingt so. Klingt so, klingt nach die trübe Brühe, was? Die trübe Brühe leben oder die Sehnsucht nach der ewigen Wiese. Wollt ihr mich verarschen? Balkonstudio 2024 wird veröffentlicht am 7.9. Und am 9.9. kommt Holysoft mit Conan 3, der Tempel der Toten. Oh, Oh, ich habe das aber klingt Conan ja. 1 und haben wir Conan 1 und 2 mal erwähnt? War ich so betrunken? Ich kann mich nicht Das wird erinnern. nächsten Monat veröffentlicht, du Das weißt. macht Sinn, ja, Ja, das. das macht Sinn. Die Bibel, da bleiben wir doch bei. Das ist der Heilige Sonntag, das Neue Testament. Auch das müssen wir auf jeden Fall nochmal weiter vorantreiben. In Folge 21 im Schatten des Tempels, gefolgt von Sherlock Holmes. Ja, die Legends, da gibt es auch nochmal eine neue Folge am 12.9. und heißt, und das ist die 30. Folge, und die heißt Geheimnisse. Ja, 12.9. Holy Soft mit Holy Horror 51, der Skarabäus. Und oh, das ist Viel Duff. Spaß. Was ist denn Duff? Ein neues Label. Egal. Scheint ja eine Serie, über die wir auch nie gesprochen haben. Sherlock und Watson. Neues aus der Baker Street. Doch haben wir. Da kommt nämlich Folge 16, 17, 18, 19 und 20 am 12.9. Das Rätsel um die sechs Napoleons, der Coup der Rothaarigen, die Copper Beaches Morde, Showdown in der Wisteria Lodge, tödliches Duett auf der Torbrücke. Herzlichen Glückwunsch. Also Sherlock Holmes. Im Überfluss, deswegen auch noch am 13.9. von Holysoft Sherlock Holmes Legends 28, der Detektiv auf dem Sterbebett. Wo man sagen muss, gerade haben wir über Folge 30 gesprochen, da wird aber Ja. mal Folge 28 nochmal später veröffentlicht. What? Das macht Spaß. Holysoft, Heft der Chef, Folge 33 mit der Femme Fatale. Das ist etwas, was wo du dich, glaube ich, auch auskennst. 13.9. Wer nicht? 13.9. Huibu, Neue Welt, Folge 43, die falsche Sophie. Ja, es ist ein Multiversum geworden. Ich bin begeistert. In der Tat. Und ich bin froh, dass ich keine fünf Geschwister habe. Ich bin ein verwöhntes Einzelkind, da bin ich ganz froh drüber. Deswegen höre ich mir gerne Tito. an, wie würde es denn laufen, hätte ich fünf Geschwister, hier zum 44. Mal mit der Folge Gefährlich rieselt der Schnee. Klingt für mich erstmal nach Winter, eventuell ist aber auch was anderes gemeint. Girth Medien veröffentlicht das Ganze am 13.09. Ja, und auch Holysoft beehrt uns wieder am 13.9. Meine Güte, das ist ja eine Massenschmiede. Morgan und Bailey Folge, jetzt haltet euch fest, 16 und 19. 16 ist Wer der Wind sieht 1 und 19 ist Treibjagd. Was ist da los? Ich weiß es nicht. Aber jetzt muss ich mal sagen, wenn ein Label wie Holysoft so viel raushaut, ist Ja. das einfach, ist das eine Mischkalkulation oder geht das einfach beim Ladentisch wie warme Semmel? Das geht, ich glaube, das ist
Hörspiele gehen ja ziemlich gut. Und wenn du zum Beispiel so bei Sachen wie Sherlock Holmes keine Rechte bezahlen musst, das ist Massenproduktion. Da wird, Okay. das ist wie GZSZ in Hörspielform. Aber das ist nur Vermutung, weil ich habe nicht ein einziges Holy-Software-Spiel gehört. Es juckt mich auch ehrlich gesagt nicht so. Liebes Label, bitte versorgt doch mal Herrn Jöss mit euren aktuellen Unbedingt, Produktionen. unbedingt. Wie zum Beispiel auch Contento Media, die sagen nämlich die Murder Tales, Folge 6, mittlerweile bis der Tod euch scheidet, erscheint am 13.09., gefolgt von meinem Lieblingselefanten. Oder sagen wir mal so, Gott sei Dank ist es ein Kinderhörspiel, wäre es ein Erwachsenenhörspiel, würde ich jetzt anders drüber denken. Denn die Folge heißt, er ist Höhlenforscher, also Benjamin Blümchen als Höhlenforscher aus Super, dem Hause Bersling. Kiddings. Ja, am 13.09. Maritim, Professor von Dusen, die neuen Fälle. Wer wollte da nach den alten Fällen nicht die neuen Fälle? Folge 39, Professor von Dusen auf Jungfernfahrt. Und dann hat man so ein bisschen meine Jugend ins Visier genommen, denn ich war einmal früher in den 70er Jahren Siegfried der Drachentöter. Hier eine Version aus 1975, wird neu aufgelegt von All Ears 2024 und zwar am 13.09. Am selben Tag bringt All Ears übrigens auch Heidi 1. Irgendwann von 1900 irgendwas, da steht XX hinter, wir wissen nicht wann. Also das erste Heidi-Hörspiel von irgendwem. Und am 13.09. Großvater, Großvater. ja, und Maritim bringt die Psi-Akten Folge 21, der blutrote Blitz. Und Oh Europa Gott. veröffentlicht am 13.09., also 13.09. ist gespickt mit Highlights, unter anderem auch mit den Playmobil-Hörspielen. Hier ist schon Folge 3 und die heißt Horses of Waterfall: Sabotage beim Western-Turnier. Finde ich geil, dass sie für ein Kinderhörspiel einen englischen Titel nutzen. Ja, damit die Ist Kleinen auch ja mal was lernen hier, ne? genau. ja, und jetzt springen wir schon zum 20.09. Da kommt Professor van Dusen, Folge 49, Professor van Dusen und der Fall Hatch. Ich bin ja dafür, dass wir ab der nächsten Folge ein Trinkspiel machen. Immer wenn Professor von Thyssen kommt, wird einer gekippt. Wir nehmen morgens um 8 auf. Ich bleibe bei Ja. Kaffee. Ja. 20.09. ist auch Zeit für die Abenteuer der letzten Helden. Schlacht des Schicksals heißt es auch aus dem Hause Holy Soft. 20.09. Bin begeistert. Und Holy Soft am 20.09. Die Bibel, Altes Testament 20, Mose, die 10 Plagen. Infinity Folge 5 hatten wir ganz am Anfang, ihr könnt euch erinnern. Logisch geht es weiter mit Infinity Folge 8. Omega 1, 20.09. Ja, und die Holy Klassiker kommen am selben Tag auch in Folge 91. Das tapfere Schneiderlein, das wurde auch noch nie vertont. Und wenn du deine Kinder gerne heranbringen möchtest an die unglaublich spannenden drei Fragezeichen, dann versuch es doch erstmal mit den drei Fragezeichen Kids. Auch da ist der 97. Fall am Start und der heißt die Ja, Fragezeichenfalle am glaube ich, meine 20. 15-jährigen Kids, die schon lange die drei Fragezeichen hinter sich gelassen haben, werden bestimmt begeistert. Gib uns Ja. Sherlock Holmes, sei frei. Oh, ja, Holy Soft, 20.09. Sherlock Holmes Legends Untold. Scheinbar ja nicht, sonst würden wir sie ja jetzt hier nicht hören können. Folge 6, die Geister der Madame Elaine. Aber da haben wir dahinter noch, ne? Fünf Freunde, das sind wir. Ich glaube, Tschüss. das ist nicht mehr die Titelmelodie, oder? Das stimmt allerdings. War sie, glaube ich, auch auf Hörspiel nie, oder? Das ist ja nur Nee, die war es, Fernsehserie dann. war es auch nicht, war es auch Genau, nicht. da haben wir aber gleich die doppelte Ladung. Fünf Freunde, die Classics sozusagen, die Originalbesetzung zum 162. Mal. Und da heißt es, und die Legende vom versteckten Sohn. Und direkt am selben Tag die Junior-Variante. Fünf Freunde Junior, das Ungeheuer von Lorness. Lorness. Lornes. Die entführten Tierbabys scheinen also zwei Geschichten zu Oh sein, zum Gott. Preis von einem am 20.09. aus dem Hause Europa. Ich glaube aber nicht, dass du da von Originalbesetzung bei dem anderen reden kannst, weil Originalbesetzung Oliver Rohrbeck ist ja schon seit 100 Keksfolgen raus, zum Beispiel. Okay. Aber ich habe Ich da weiß auch in der gar Tat nicht. gehört, da ich mal, ich glaube, in die Folge 160 durch Zufall mal reingehört habe, weil wir wissen wollte, wie klingt das denn mittlerweile, dieser Originalsong aus den 70ern, der ist am Anfang wieder mit dabei. Okay, Das das ist ja nicht von verwundert mich. Carsten Bohn. ja, aber ist eigentlich Lutz Mackenzie immer noch Erzähler? Nein. Auch nicht mehr. Nein. Krass. Wenn ich das, also da Und müsste mir. der macht ja noch, du hast ja Oh gerade ja. gesagt, du hast die drei Senioren gehört, der ist ja Ja, immer noch genau. hochaktiv. Ja. Ja, egal. Europa kommt am 20.09. mit Die Punkies Folge 41. Well, good. Und nachdem wir in Folge 1 von Heidi ja mitbekommen haben, wie sie von Tante Dete beim Almöhi dagelassen wurde und
vergessen wurde, erfahren wir jetzt in Folge 2. Wie geht es denn da jetzt weiter? Und wird Heidi jemals zurückkehren? Wird sie schon auf die rollstuhlfahrende Clara in Frankfurt treffen und auf das Fräulein Rottenmeier? Das erfahren wir in Heidi 2. Heidi kehrt zurück am 20.09. von All Ears. Also schöner kann man es noch nicht formulieren. Ja, und Olli, es bringt auch Richard und sein Kätzchen aus dem, einem Telefunken-Hörspiel von 1976. Das ist nett, dass diese Klassiker immer kommen. Am 20.09. kommt aber auch, da sind wir jetzt beim Thema wieder, von Contento Media die drei Senioren Folge 23 hochprozentiges Erbe. Und da bin ich gespannt, weil die letzte Folge, die ich gehört habe, ich weiß gar nicht, ob es 22 war, die jetzt die neueste ist, die draußen ist derzeit, müsste ja dann. Das ist ja das, der Beginn der neuen Staffel, ja, ist die 22. Und da war ich mega enttäuscht. Oh. Da war ich mega enttäuscht. Die hat mich total, das war total anstrengend, die zu hören. Das Ding ist, bei drei Senioren musst du ja chronologisch hören, weil es gibt ja die Geschichte, also die Fälle zwar nicht, aber die Geschichte an sich baut ja aufeinander auf. Und das Staffelfinale der dritten Staffel, also Folge 21, hatte einen Hattest du Mörder-Cliffhanger. ja erzählt, dass du so mega dich darauf freust, dass es endlich Ja. weiter. Oh. Und das, was sie da draus gemacht haben, ist wieder, es gibt bei drei Senioren immer so Folgen zwischendurch, die die Chronologität nicht so richtig fortführen, so ein bisschen außer der Reihe Folgen sind. Da gibt es dann Folgen in ihrer Jugend, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, wo dann die Jugendlichen drei Senioren zu hören sind. Nee, noch nicht. Das kommt bald, das kommt hin und wieder. Die sind aber gut. Okay. Aber das hier, also was du in Folge 22 hörst, ist wirklich, wirklich anstrengend, weil es eine Folge, eine, quasi eine Traumfolge ist, die mit der Realität nachher verwischt. Das war am Ende, war es dann halbwegs okay, aber es war anstrengend, wenn es dann plötzlich, wenn dann plötzlich eine von den drei Senioren Mrs. Holmes ist und im Jahr 1900 Keks oder 1800 Keks ermittelt und das alles so an alle in anderen Rollen auftauchen und das ist so alles mörderalbern gewesen und hat mich überhaupt nicht erwischt. Also ich freue mich, dass es dann jetzt mit Folge 23 sicherlich wieder normal weitergeht und mit einer normalen Folge, weil das war leider ein Griff ins Klo für mich. Also die Traumfolge klingt somit eher nach einer Albtraumfolge. Oh Gott, Also oh Gott, oh Gott. ganz im Netz gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt einige, die sagen, oh, das war wieder super. Und einige Okay. sagen, und einer Kontakt ist so, jemand sagte so, ne, also sorry, was sollte das denn jetzt so? Ich möchte normale Fälle hören. Ich erwarte nicht, dass sowas kommt. Was? Hä? Alle finden es super, nur Christian Jus sagt, Nee, das ich war war's. nicht, es gibt auch Nein. andere, die es nicht super finden. Aber das, wenn du Es mal so gibt. weit bist, bereit, berichte mal. Es gibt eine neue Reihe. Outer Space heißt das Ganze. Mit Folge 1 startet das, Gott sei Dank, nicht mit Folge 4, sondern mit Folge 1. Heißt Verloren im Universum aus dem Hause Hermann Media am 20.09. und Holmes & Watson. Classics geht auch weiter, Folge 10 mit Das gefleckte Band, Hermann Media 20.09. Und dann lass es doch nochmal maritim hinten ranhängen mit Moriarty zwischen Genie und Verbrechen. Folge 15, Bilder für die Ewigkeit. Noch mehr Sherlock Holmes. Juhu, ja, Maritim bringt außerdem Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone 23, Täuschungen. Und Hermann Media bringt Holmes and Watson Mysteries 39, der Tod des Poeten. Ich frage mich wirklich, ob es Leute gibt, die sich alle Sherlock Holmes-Hörspiele anhören, Ja, ich. freiwillig. Echt Ich. alle? Nein, nein, gar Um nichts Gottes davon. Willen. Gar nichts. Ne, meine ich doch. Also, das ist ja auch Gottes Willen. Also, da. Ja. Nein. So, jetzt überlege ich hier. Hörbuch Hamburg ist auch ein Label, gehe ich von aus. Hörbuch Hamburg. Veröffentlicht am 26.09. Bitte nicht öffnen. Folge 5 schon. Und da heißt es Magic. Und Hörbuch Hamburg veröffentlicht Jetzt ebenfalls. kommt's. Jetzt bin ich Falls gespannt. der Santan. Was? Nee. Nein, nicht Santanara. Santan. Da ist kein N. Satan, ach Satan, mach's doch selber. Wunsch, Wunsch. Der Satan-Archäolygenialko-höllische Wunschpunsch. What the fuck? Von Michael Ende geschrieben. Also, Also ja. Michael Ende, Gott sei Dank hat sein Ende mit dir gehabt. Also sorry. Oh. Das Momo wird jetzt eine Träne weinen. In der Ja, Tat. ja. So, wobei hier, Tochter interessiert sich für Momo, möchte unbedingt Momo gucken und das Buch lesen und so weiter. Mal Dann gucken, soll sie ob. das machen, aber du musst ja nicht mitmachen. Das stört. Ich weiß aber auch nicht, ob das gut gealtert ist. Ich habe es im Kino, habe ich, glaube ich, im Kino habe ich den Film gesehen, kann ich mich erinnern, in den 80ern. Ende der 80er müsste das gewesen sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht. Das ist ja. Aber bitteschön. Ja, also aus dem Hause Petax, wir haben es gerade schon gesagt, Tatbestand geht da auch weiter irgendwie mit zum Beispiel Volume 5. Dann geht es auf jeden Fall weiter mit den Folgen
35, 36, ach, geht ja schon, 33, alles völlig durcheinander hier, bis Folge... Bis 50, aber... Nee, dann, das ist Horror. Achso, oh, Entschuldigung, Horror, ja, schon. Horror, bis 40, dann bis 40. Genau, bis 40, aber es fehlt zum Beispiel die 37, also keine Ahnung. Gibt es verschiedene Tatbestände, zum Beispiel, als wäre nichts gewesen, die Brandstifterin, Fehlbohnen, glitzernde Wände... Mamachi, das ist ein Heinche-Song. Mamachi. Ja. Oh, könnt ihr gerne euch anhören, wenn ihr das wollt. Ja. Du bist eher für die Holy-Horror-Reihe, oder? Absolut nicht. Ja, Holy Souls, Holy Horror 50, Trilogie des Teufels am 27.09. Und Infinity Folge 6. Macht, wie gesagt, alles überhaupt keinen Sinn, diese Reihenfolge. Egal, Anarchie, Holy Souls, 27.09. Dann kommt Romantruhe-Audio mit Geisterstocker 113 um die Ecke, das Seeweib von Minsen. Dann gibt es noch einen Holy-Klassiker, nämlich die Zauberflöte. Das ist Folge 89, ebenfalls am 27. Ob das ein Porno ist? Ja, auf jeden Fall auch die Grimms Märchen, die danach kommen, glaube ich. Gevatter Tod, das Lumpengesindel, die drei Schlangenblätter von Titania Medium, Medien am 27.09. Genau. Und Maritim, das wird das gleich noch, Oscar Wilde und Mycroft Holmes, juhu, Sonderermittler der Krone 50, bittere Erkenntnis. Nee. Genau, und dann mach doch hier noch gleich, das hörst du doch bestimmt das, auch. Nee, meine Tochter hört sie. Ich hör sie nicht, meine Tochter hört mit Begeisterung das Gruselkabinett, Folge 191, Schauermärchen 2 von Titania Medien. Oh, Schauermärchen 2 könnte also bedeuten, es geht weiter vielleicht. Das werden Kurzgeschichten sein. Ach so, alles klar. Ja? Sherlock Holmes sind mit Sicherheit keine Kurzgeschichten. Ich glaube, die ziehen sich einfach wie Kaugummi, ist mein Gefühl zumindest. Vielleicht tue ich dem Ganzen auch Unrecht, zumindest geht es hier nochmal weiter mit den geheimen Fällen des Meisterdetektivs. Ist es schließlich schon der 64. Fall und der heißt Der verschwundene Grafensohn aus dem Hause Titania Medien. Und dann kommt noch TKKG Junior, Folge 34, die Jagd nach dem Phantom. Und John Sinclair auch, aus dem Hause Lübbe Audio, 175. Folge, der Gruselstar. Und da bin ich bald sehr gespannt, weil John Sinclair wird nächstes Jahr das Team gewechselt, also das Team hinter den Kulissen. Es werden noch ein paar Sprecher ausgetauscht. Ich habe mir die aktuell neueste Folge angehört und es hat mich ganz schön genervt. Weil diese ganze Jane Collins und sie ist krank und sie ist besessen und bla und John ist Depri-Nummer, das wird jetzt schon so lange ausgeschlachtet und es ist so langweilig, es ist so langweilig. Ich hoffe, dass sie da neue Wege bestreiten. Sag uns gerne die nächsten beiden noch. Professor Zamora, Folge 9, der Diarrhö-Friedhof, nein, der Diara-Friedhof von Lübbe Audio und Mein Knopf, ein Universum von Lübbe Audio am 27.09. Damit ich natürlich auch sagen kann, am 27.09. gibt es die neue Folge von Bibi Blocksberg, unserer Lieblingshexe, und sie hat in all ihren Folgen ja schon oft, war sie unterwegs, in Dublin und in den USA und so weiter. Diesmal ist sie auf Besuch in London. Wir sind gespannt. Na, wunderbar. Ja, dann kommt Leonine am 27. noch in die Ecke mit Team Campus Folge 18, 35 und 36. Ich würde ja mal gerne ein Label anschreiben und einfach mal fragen, was das zu bedeuten hat. Das ist einmal das Trainingslager, die Challenge, das Trainingslager und die Challenge. Hä? Jetzt wird es völlig verwirrend. Also scheint 18 eine Compilation zu sein und 35 und 36 sind da drin. Das ist, weißt du, 18 ist ja... Ist ja die Hälfte von 36, also... Er kann rechnen. Ja, es ist... Ja, ich hab geschätzt. Du, ich habe das Gefühl, damit ich wieder runterkomme, gib mir doch mal noch einen Sherlock Holmes. Oh ja, Sherlock Holmes Chronicles 121, die Schule der Verbrecher von Winterzeit. Bei der Macht von Grayskull, Masters of the Universe, gibt es Folge 2, die Burg der Zeitlosen aus der Retrofabrik. Liebe Grüße dahin, schön, dass ihr das macht, am 27.09. Und ihr bringt Alibaba und die 40 Räuber und das fliegende Pferd. Ein Film, ein Hörspiel von 1900XX, wir wissen nicht wann, also ein Klassiker. Und Orgiers bringt auch nochmal eine Heidi-Version raus, während die andere wahrscheinlich die 70er-Jahr-Version sein wird. Ist es hier eine aus 1968, ja. Auch gar nicht mit Folgennummer betitelt, also wahrscheinlich die komplette Geschichte in Kurzform, wie auch immer. Aber eventuell bei 1968 könnte ich mir vorstellen, dass da einige tolle Sprecher dabei sind aus jener Zeit. Ich glaube, das sind auch Sprecher, da wirst du teilweise gar nicht mehr wissen, wer das ist. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja noch vor der großen Hörspielzeit. Genau. Ja, genau, sind wir ja mal. Maritim bringt dann noch die schwarze Sonne 24, Erzsebet, keine Ahnung.
Und der Blitz Verlag bringt die geheimen Archive des Sir Arthur Conan Doyle 1, Bekanntschaft mit dem Tod. Ich Und habe jetzt, ja, ja? Entschuldigung, bist du? Nee, Alles gut. mach. Ich wollte kurz gucken, ich habe mal in die Sprecherliste bei Heidi reingeguckt jetzt, weil es mich interessiert hat. Ich Ja. kenne da niemanden, aber du bist eher der größere Nerd. Ludwig Thiessen, Nee, das ist Gerd alles so. Keller, Maya Nee, Scholz, Hans das. Röhr, Antje Hagen, Wolfgang Reinsch, Nee. Robert Rathke, Heidi Vogel, Tobias. Wolfgang Reinsch, da ist jemand, der Reinsch So, heißt? kommt gleich neben Wolfgang Dunsch. Herbert Schimkat und Pauline David. Sagt mir leider alles nichts. Ja, nee, auch nicht. Bin ich raus. So, jetzt muss ich kurz gucken. Wir sind bei Mimi, ne? Bei Wir sind Mimi? bei Mimi. Ja, ohne Mimi geht der Buddy nie in Podcast. So schaut's aus. Und das zum 65. Mal. Bei der Folge 69 freue ich mich ganz besonders. Jetzt gibt es erstmal die 65 der Sammler. Von Mimi Rutherford. Wir müssen das noch ganz aussprechen. Natürlich. Ja, am 27.09., mein Gott, was kommt da alles raus? Maritim, Frankenstein und der Zirkel der Sieben, Folge 15, Strom der Gedanken. Und Contendo Media bringt einen weiteren Inselkrimi, Folge 34, Weinende Wellen vor Baltrum. Hui. Der Andi kommt. Der Andi Ach. Maisfeld. Und das schon zum 15. Mal. Und die Folge heißt Andi Maisfeld und die Maiswurf-Affäre. Das klingt spannend aus dem Hause Maritim, 27.09. Ja, dann bringt Holisoft am 29.09. Lovecraft Legends 9 dem dunklen Gott ein Opfer. Und die Abenteuer der letzten Helden. Also der wirklich letzten Helden. Zumindest schon ihr 27. Abenteuer. Vielleicht ist das das letzte Abenteuer der letzten Helden. Zumindest veröffentlicht es Holisoft am 30.09. Ja, und USM Audio bringt Sternenschweif Folge 70, Reise nach Arcadia und außerdem noch die Zauberkicker 6. Hashtag Fußball verrückt. Eieiei. Und der Hörverlag sagt, nein, nicht Thelma und Luis, sondern Leon und Luise veröffentlichen wir am 30.09. Tja, und das war's. Ne? Denn dann kommt wieder Van Dusen am 1.10. Das erzählen wir euch aber dieses Mal noch nicht. Ne? Genau, so, Große und das Spannung. ist, haben wir schon gleich den Cliffhanger aufgelöst, wird Van Dusen der Erste sein, der uns wieder beglückt im neuen Monat. Ja. Natürlich. Aber soll ich das mal so als kleine Aufgabe mir auf die Fahne schreiben, dass ich einfach mal die Labels anschreibe oder ein Label anschreibe, warum denn so querbeet da Mach das. folgenmäßig, würde mich ja einfach mal so gar nicht interessieren, aber ich frage einfach mal nach. Mach das. Ne? Bin So, dann gespannt. wünsch ich dir auf jeden Fall einen schönen September. Man darf kurz erwähnen, die Medienhuren, das ist ja mein drittliebster Kanal auf YouTube neben meinen eigenen. Oh. Da gucke ich mir besonders gerne Hypnose-Videos an. Da schlafe ich Ja? nämlich abends besonders gerne mit ein. Echt? Also Ich mach, dauert auch ich, nur. ich, ich schlafe immer bei den Buddies ein. Echt? Komisch. Gott sei Dank nicht mit den Buddies. Da würde ich mir Oh, Sorgen Gottes machen. Willen. Gibt es aber. Es gibt alles Mögliche in diesem Monat wieder. Wir haben jetzt gleich im Anschluss nehme ich jetzt einen Podcast auf, den obligatorischen Filmtalk, der am 15. kommt. Und da stellen wir dieses Mal zwei neue Schreiberlinge vor, die bei uns angeschlossen haben. Da bin ich auch gespannt. Ich habe mit denen selbst persönlich noch nicht gesprochen, nur geschrieben. Die haben ihre ersten Artikel raus und werden heute mal, also am 15. dann erzählen, was so ihre filmischen Leidenschaften sind. Ansonsten. Sehr gut. Geht's auch im neuen Monat wieder in den Keller? Ja, wir planen tatsächlich jetzt im Laufe der nächsten Tage, nächste oder übernächste Woche, uns nochmal in den Cargo-Keller zu bewegen. Also wir haben dort ein großes Paket bekommen, wieder mit allerlei, ja, merkwürdigem Kram. Sehr schön. Also wenn ihr dachtet, Schläferz sind schon schlechte Filme, schaut euch die Produktionen aus dem Cargo-Keller an, die dort veröffentlicht werden. Da sind Perlen dabei. Ich Das sind sag nur Sachen. Perlen für die Säue. Das sind Also. Sachen bei, wo ich dachte, Karl Dall hat auch solche Sachen gedreht. Eieiei. Echt? Also, Ah, ja, das okay. sind teilweise 18er Titel mit Erotik, mit Karl Dall und denkst so, ah. Das klingt doch mal ganz Und erotisch. ganz viel Ingrid Steeger. Die war fleißig in den 70ern Die vor war allem. absolut fleißig, Ja, ja. muss man sagen. Gut, in Ja. diesem Sinne, wir sehen uns wieder in einem Monat. Ich danke dir für alle, die Interesse an den Medienhohen-Kanal. Ist natürlich wie immer verlinkt, wenn ich es nicht vergesse. Sonst kriege ich wieder eins drauf. Google Ist ist euer Freund. verlinkt und vielen Dank fürs Interesse und bis nächsten Monat. Ciao, Bis ciao. dann, ciao.